Wendetrix mit Partner 1. Hierzu benötigen wir ein quadratisches Spielfeld von ca. 15 Metern Seitenlänge und 8 Spieler. Ein roter und ein gelber Spieler führen gemeinsam im Team die Übung durch. Der Ballführende dribbelt vom Gegenspieler weg und blickt sich kurz nach ihm um. Sobald der Gegenspieler ca. 1 Meter hinter ihm ist, führt er eine Wende durch und dribbelt von dem Gegner erneut weg. Im Anschluss wendet er wiederum und passt den Ball zu seinem Partner. Wir beginnen mit der Sisan-Wende. Nun führen die Spieler eine Dibéry-Wende mit Sohle durch. Und jetzt führen die Spieler eine normale Dibéry-Wende durch.